Ah, jetzt ein leckeres Bratwürstchen. Da hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Aber nein, wir müssen weiter mit Edward ein paar Truhen sammeln. Denn in der letzten Folge haben wir ja schon damit angefangen. Wir wollen mal gucken, dass wir mit den aufgenommenen Tierhäuten, die wir in der letzten Folge gesammelt haben, wie Wildschwein, Krokodil und Hase, dass wir vielleicht damit ein paar hinterher. Ah, hallo Edward. Ja, natürlich. Ja, super. Wow, wie habe ich das gehasst. Mein Vorgänger Assassin's Creed 3. Gucken, dass wir vielleicht Edwards Ausrüstung da mal verbessern können. Ah, okay. Und hier sind wir mal wieder. Auf dem Markt von Nassau. Da ist auch schon die nächste Truhe. So. Und ja, dann müssen wir jetzt mal schauen, dass wir jetzt mal hier die nächste Tour war, glaube ich, auch auf dem Weg, glaube ich, in so einem riesen Sperrgebiet, ne? Ja, genau. Ich glaube, da werde ich auch einfach nur durchrushen. Denn ich will einfach nur die Truhe sammeln. Da ist schon richtig viel los hier auf dem Markt, hier um diese Uhrzeit. So. Ich hoffe mal, dass es eigentlich auch was bringt, da diese Tierhäute, die ich da gesammelt habe, dass man da was aufrüsten kann. Weil Edward kann es ja eigentlich sehr, sehr gut gebrauchen. Ja, ich weiß, dass es Schwergebiet ist. Wo liegt denn da die Truhe? Ja, natürlich. Mittendrin statt nur dabei. War ja, ist ja klar oder war ja klar. Hallo? Den erledige ich mal. Der stört mich jetzt. Edward? Edward? Nach oben klettern? Was hältst du davon? This one lasts long. Hallo. Ja, natürlich. Was ist das denn für eine... Bam. Ja, und zack, schon Leben fast ganz weg. Also Edward braucht es auf jeden Fall. So, also mal gucken, dass wir da... Tja, so schnell wie möglich durchrushen und durchkommen. Ich glaube, ich werde mal ins Wasser springen. Hua. Hallo? Ich glaube, von hier kann man sehr gut ins Wasser springen. Ja. Sofort losrennen. Jungs, moin Jungs. Moin Jungs, ich will nur die Truhe. Moin Jungs. Ah! Hallo. Hallo, Matti. Na! Wow. Das habe ich mir einfacher vorgestellt, als es ist. Oh, diese letzte Truhe da. Kommt her, Jungs. Ja, folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Natürlich sind wir in heller Aufruhr. Ist klar. Ja, und hier ist die Kiste drin. Nein. Wow, das werden immer mehr. Das soll immer weniger werden, nicht mehr. Folgt mir alle. Folgt mir alle. Ja, da. Immer schön weit weg. Genau, immer schön weit weg von der Truhe. Wird das immer dunkler oder meine ich das nur? So, jetzt hole ich mir die Truhe. Geh weg, geh weg. Oh nein, geh doch weg. Du stinkst. Hallo, mach die Truhe. Mach die. Oh nein. Boah, ich werde sterben. Ja, ich werde definitiv sterben, wenn es so weitergeht. Boah! Boah! Mann, ich will auch die scheiß Kacktruhe haben, ey. Mach die Truhe auf! Mach die Truhe auf! Oh nein! Fuck!
Geh mal aus dem Weg. Wow. Aua. Aua, aua. Fuck, man. Fuck, 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 fuck. Das kann doch nicht so schwer sein. Haha. Ja, sicher, ist klar. So, jetzt muss ich sie noch ein bisschen mehr weglocken. Weil dann kann ich nämlich ganz geschmeidig zur Truhe wandern. Und das werde ich jetzt auch tun. Denn die sind nämlich jetzt weiter weg. Und jetzt habe ich vielleicht die Möglichkeit, die Truhe zu holen. Aber hier stehen wieder welche. Ah. Aber das sieht gut aus. Sehr schön. Das haben wir. Aber die werden wir jetzt kaputt prügeln. So, sehr schön. Da können wir die noch ausrauben. Dann können wir auch noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Und wir scheffeln wieder Kohle. Sehr, sehr schön. Mein Gott, wir haben schon 13.017 auf dem Realkonto. Und es ist tatsächlich dunkler geworden. Hätte ich nicht gedacht. Naja. So, dann schauen wir doch mal. Können wir jetzt eigentlich hier irgendwie was verbessern? Herstellung, Edwards Upgrade. Schwert, nee. Herstellung. Gesundheit, da. Ja, Hirschpelz brauchen wir dafür. Was können wir denn sonst machen? Wildschwein, 2 benötigt. Wildschweinhaut, diesen Beutel kann etwa 10 zusätzliche Kugeln tragen, okay. Kaninchen, was ist denn mit Krokodil? Bringt uns das was? Ach da, 2 im Besitz. Achso, da müssen wir in der Hauptgeschichte fortkommen. Ah, okay, das bringt uns dann für den Wurffallbeutel mehr. Ja, aber Hirschpelze. Müssen wir erstmal gucken, wo wir dann Hirschpelz herbekommen. Naja, das hat noch nicht viel gebracht. Kartenmäßig ist, glaube ich, hier noch eine Truhe, ne? Genau, hier war noch eine. Und hier ist noch eine Truhe. Die beiden werden wir noch mitnehmen. Und dann hätten wir eigentlich das, die ganzen Truhenaktionen. Ach, da oben sind auch noch 2. Ja, die 3 Truhen, die müssen wir auch noch dann sammeln. Und dann hätten wir eigentlich die ganze Chose mit den Truhen eigentlich schon erledigt. Mein Gott. Geht der wie am Schnürchen hier. Aber ist ja auch mal schön, ein paar Truhen zu sammeln und kriegt man ja auch ein bisschen Geld auf dem Konto und kann man später sich vielleicht ein bisschen was kaufen von im späteren Verlauf des Spiels, ne? Je mehr Truhen man findet, desto mehr Geld. Watschel, watschel. So, dann schauen wir mal. Die nächste Truhe war hier. Ja. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur am Strand entlang gehen. Ja. Und die 2 werde ich, glaube ich, noch ausschalten. Können wir mal nebenbei so machen. Und zack, auf Wiedersehen. Und ausplündern. Sehr schön. Aber da kriegt man auch mal so einen kleinen Eindruck, wie groß doch auch Nassau ist. Also, ne? Wie lange wir jetzt brauchen, müssen wir gleich rübergerannt sind auf die andere Seite von Nassau. Von der Insel. Um die Truhen zu finden. Ja, ist schon. Ist schon groß. Was ist hier? Das ist auch eine Truhe. Ah ja. Hä? Oder wie? So. Den hätten wir auch. Aber hier ist doch nochmal eine Truhe. Die wurde gar nicht eingezeichnet. Ach, das ist wahrscheinlich so eine Schatzkarte oder sowas, oder? Ach, Geheimnisse. Mhm. Haben wir das auch mal. Halten, um mehr zu lesen. Die Animus-Datenbank wurde erweitert. So, dann gucken wir mal.
Also zwischendurch mal wieder was Neues machen. Sehr abwechslungsreich in der letzten Zeit. Sehr, sehr abwechslungsreich. Gucken wir mal, wo die Truhe steckt. Ah, hier in der Höhle. In der Höhle. Es wird, glaube ich, schon wieder heller. Kann das sein? Dass es jetzt schon wieder Tag wird? Ich glaube schon, oder? Ja, doch. Es wird schon wieder heller. Und neblig ist es. Sehr, sehr neblig. Ah, hier ist schon wieder der Sumpf. Wo wir aber jetzt nicht hin müssen, denn wir müssen hier oben hin die nächsten Truhen sammeln. Hier oben liegt eine, da lag eine und da lag eine, genau. Da ist unser Schiff, Dejector. Und sonst sehe ich jetzt aber auch hier keine weitere Truhe mehr, die wir irgendwie finden müssen oder aufsammeln können. Nee. Ich glaube, das sind, glaube ich, auch die letzten beiden oder die letzten 1, 2, 3, ja, die letzten drei. Das könnte hinkommen. So, dann wollen wir mal. Durch den Sumpf gehe ich nicht, sonst werde ich nachher noch vom Krokodil gebissen. Oder vielleicht doch. Naja. Ja, ich würde mich natürlich immer noch riesig freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst. Ich weiß, in der YouTube-Gemeinde bettelt man nicht. Habe ich mir sagen lassen. Liked es, wenn es euch gefällt oder auch nicht. Oder liked es auch wenn es euch nicht gefällt. Ich weiß ja, dass ihr einfach die Meinung runterschreibt, ob es euch gefällt oder nicht. Naja. Oh, soll ich die angreifen? Soll ich sie nicht angreifen? Feed me! Oh, der hat den Kopf. Okay, die sind nur betäubt. Die sind definitiv nur betäubt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja, die zappeln ja noch, obwohl er in den Kopf gedreht hat. Oder. Naja, das ist ja nicht so toll. Das. So, die haben wir auch wieder ausgeschaltet. Dann gehen wir mal direkt weiter. Schlafpfeile voll. Ja, doch wieder taghell geworden. Wahnsinn, haben wir mal so einen Tag-Nacht-Zyklus auch mal gesehen, wie das aussieht. In einem Stück. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und hier ist die nächste Kiste. Zack. Jawohl, Erfolgserlebnis. Juhu. wo war denn jetzt nochmal die nächste? War das nicht hier irgendwo? Auch wieder am Strand, ne? War das gewesen? Moment. Ach, hier oben. Genau, hier. Da und dann da rechts auf der kleinen Insel. Da. Ja, dann gehen wir nochmal eine Runde schwimmen. Auf dem Schiff ist eine Truhe, so wie es aussieht. Und Edward, bitte, jetzt an dem Schiff hochklettern. Nicht so wie gerade oder so wie in der letzten Folge oder vorletzten, wo das war. Bitte jetzt hochklettern, ja? Das wäre sehr schön und sehr nett von dir. Dankeschön. So. Und alle hopp. Und dann geht's jetzt weiter. Wow, welch ein tolles Bild. Bin schwer beeindruckt gerade. Edward hat's echt gut. Ein schönen Strand, hier ist schön schwimmen im Meer. Naja. Oh. Ja. Ich glaube, bis dahin schaffe ich es jetzt nicht mehr in dieser Folge. Ja, die letzte Truhe von Nassau sehen wir beim nächsten Mal bei Assassin's Creed Black Flag. Also, macht's gut. Tschüss.